Landwirt Martin Rothmeier im Stress. Er muss seine Tiere auf die Weide treiben. Jeden Tag geht er morgens quer durch Sonthofen. Sein Braunvieh würde den Weg auch alleine finden, sagt er. Doch nicht jede seiner 11 Kühe ist wirklich zielstrebig. Jetzt waschen. Lauf. Manche legen auch mal eine Pause ein. Bis zu einer Dreiviertelstunde sind der Nebenerwerbslandwirt und seine Frau unterwegs. Die Tiere müssen sogar über ein Bahngleis, um zur Weide zu kommen. Deshalb will er hier draußen gerne einen neuen Stall bauen. Also wir haben im Sommer auf jeden Fall weniger Zeit, brauchen wir zum Ei- und Austreiben. Die Kühe haben natürlich auch zu weit zum Laufen. Dann geben sie vielleicht auch ein bisschen mehr Milch. Ganz in der Nähe der Weide, nur ein paar hundert Meter weiter, soll der neue Laufstall entstehen. Für 24 Kühe plus Nachzucht. Und lange sah alles ganz gut aus. Mit denen habe ich eigentlich zusammen den Stallplan gemacht, mit den Leuten vom Landwirtschaftsamt. Die haben wir auch noch abgeändert für Hornkühe, dass wir dann noch breiter gemacht haben und ein bisschen mehr Platz und alles. Und hat alles genauso gemacht vom Stallplan mit denen zusammen eigentlich. Und jetzt scheitert es aber an der Bewilligung vom Zuschuss. Der geplante moderne Laufstall würde über 1 Million Euro kosten. Doch ohne eine staatliche Förderung von 240.000 Euro spielt die Bank nicht mit. Für größere Bauvorhaben gibt es das Agrarinvestitionsförderprogramm. Die Grenze für zuwendungsfähige Ausgaben für Tierwohlstelle wurde dieses Jahr von 800.000 Euro auf 1,2 Millionen Euro angehoben. Landwirte können mit einer Förderung von bis zu 40% der Nettoausgaben rechnen. Martin Rothmeier würde gerne mehr für das Tierwohl tun, zumal der alte Stall dem Baujahr entsprechend nicht allzu viel Platz bietet. Man sieht es hier am Boden praktisch, die Länge von dem Unterboden ist halt baugleich von 1909. Und die Kühe sind halt im Laufe der Zeit gewachsen und darum ist es jetzt eigentlich zu kurz. Es müsste länger sein, dass die ordentlich liegen können. Ist aber darin schlecht zum Umbau. Deshalb wälzt Martin Rothmeier schon seit Jahren Aktenordner und kämpft für eine Förderung. Das Landwirtschaftsamt verweigere ihm Akteneinsicht. Doch warum gibt es kein Geld für ihn? Das hätten wir gerne vom Landwirtschaftsamt in Kempten erfahren. Doch das gibt keine Auskunft. Weil Rothmeier inzwischen Widerspruch eingelegt hat, sei nun die staatliche Führungsakademie mit Sitz in Landshut zuständig. Die wiederum verweist auf das Bayerische Landwirtschaftsministerium. Das erläutert allgemein die Förderkriterien. Man versucht auch die Finanzierbarkeit der Maßnahme zu bewerten. Das ist aus dem Grund wichtig, weil man zum einen natürlich hier in erheblichem Maße auch Steuergelder verausgabt. Das heißt, da sind wir vom Haushaltsrecht her gehalten, wirtschaftliche Vorhaben zu unterstützen. Und zum anderen will man natürlich auch die Betriebe nicht irgendwo in ein Vorhaben reinberaten, das dann vielleicht hinterher scheitert. Martin Rothmeier befürchtet, die Förderung scheitert bisher daran, dass er und die Ämter unterschiedlich beurteilen, ob sich der neue Stall rentiert. Der Landwirt rechnet mit höheren Einnahmen. Während er derzeit fast 52 Cent pro Liter für seine Heumilch bekommt, kalkuliert das Landwirtschaftsamt nur mit 44 Cent. Gefördert werden sollen zukunftsfähige Investitionen. Genau die sieht Martin Rothmeier auf seinem Betrieb. Er hat sogar einen Hofnachfolger in Aussicht. Ja, weil ich halt will, dass das weitergeht, nicht, dass es quasi aufgelöst wird. Das wäre ja auch blöd. Und mir das schon immer Spaß gemacht hat mit den Viechern und der Landwirtschaft. Und deswegen werde ich das auch gerne mal übernehmen. Genau. Es ist Abend geworden und für die Tiere auf der Weide Zeit, zurück in den Stall zu gehen. Vor 30 Jahren gab es noch 16 Landwirte im Ort. Übrig geblieben sind gerade einmal 3. Kühe im Ortsbild sind selten geworden. Und nicht jeder freut sich, sie zu sehen. Denn wenn die Tiere durch Sonthofen laufen, verursachen sie auch mal kleinere Schäden. Mit dem neuen Stall auf der Weide würde sich das ändern. Und vor allem auch für die Tiere einiges besser werden. Isabella, hopp, komm, gang zu. Zum Kontrollieren sind sie alle da. Aber wenn dann was machen willst fürs Tierwohl, da kommt dann keiner und sagt, ja, Herr Rothmeier, ich bräuchte jetzt aber doch mal einen neuen Stall. Setzen Sie sich mal auf die Hinterfüße, dass es dem ermöglicht wird oder so. Da ist dann keiner da. Martin Rothmeier hofft, dass die Behörden noch einlenken.
Vorerst muss er seine Kühe abends im alten Anbindestall weiter an die Kette legen. Halt, stopp mal, ich hab noch was. Unseren YouTube-Kanal könnt ihr natürlich abonnieren, aber schaut auch mal rein in die ARD-Mediathek. Da gibt's noch mehr Videos von uns und komplette Unser-Land-Sendungen. Und da gibt's natürlich auch noch viel, viel mehr.